dafür kann ich auch mal ganz super hier runterfallen. Meine Fresse, ey. Ja, über den Straßen von Tokio. Ganz toll, das Ding brauchen wir. Ich frage mich nur gerade, wofür? Hier ist wieder ein Schatz. Bin ich wieder umsonst runtergegangen, ja? Sehe ich das richtig? Oh, wie ich sowas einfach nicht mag. Fuck you. Oh, gerade noch geschafft. Es ist so nervenaufreibend. In dieser Höhe hier. Und rüber. Und erstmal alles hier aus dem Weg treten. Da kommt sie doch. Doch, da. Oh, das kippt ja. Oh, shit. Drücken Sie Scharfschützenmodus. Ich möchte jetzt gerade gar keinen Scharfschützenmodus. Ich möchte... Ja, doch muss ich wohl. Ich muss mir das definitiv auf eine andere Taste legen. Ausweichen blau, grau, die Farbe des Fadenkreuzes, okay. Stell dich mal schön hier in die Mitte. Und dann holen wir uns... Wie kriegen wir denn dieses Ding? Ah, Moment, Moment, wir müssen da rüber. So. In schwindelerregender Höhe hier. So, und jetzt? Ranziehen. Okay. Oh Mann, oh Mann. Nein! Doch. Ja, und nu? Was hat das jetzt gebracht? Ja, jetzt. Ah. Shit. Hallo, Hilfe, wo sind wir? Dreh dich mal um, Lara. Dreh dich mal. Dreh dich mal. Ich bin noch nicht einmal gestorben. Ich bin so stolz auf mich. So, und loslassen. Und jetzt schwingen wir einmal. Und jetzt springen wir drauf. Bams. Loslassen? Reicht das schon? Scheiße, jetzt schwingt der hier nicht mehr. Ich muss schneller sein, oder? Oh, Gott sei Dank. Boah. Gibt's ja nicht. Ich habe das hier tatsächlich fast in einem Durchgang geschafft. Ist ja unglaublich. So, jetzt, wir gehen nochmal hochklettern. So. Unglaublich, was ich hier gerade gemacht habe. Eigentlich nicht, aber... Ach nö. Drei Stück. Sind die doof? Die sehen mich nicht. Na, einfach mal. Einfach mal reinballern. Oh Gott, ein Köter! Ey, what? Ey, Hund, geh weg hier. Sag mal. Du kleines Biest. Ja, da kannst du ruhig winseln. Ich bin ja sonst ein großer Hundefreund. Das wird ja immer schlimmer. Hier wimmelt es von Yakuza. Na, dann sollten wir das einfach ändern. Ja, wie gesagt, ich bin ein großer Hundefreund, aber nicht, wenn diese Biester mich hier angreifen. So geht das nicht. Und wie kommen wir da rein? Nach oben oder nach unten? Ich gehe nach oben. Das ist doch der übelste... Wo sind Sie? Sie wissen doch, dass du da bist. Die sehen wir noch früh genug. Das ist doch der übelste Yakuza-Chef. Der sitzt wahrscheinlich irgendwo oben. Und wenn hier ein Kontrollpunkt ist, dann sind wir hier wahrscheinlich richtig. Hat er mich nicht gesehen? Stehen da alle nur so rum? Huch, huch! Sag doch was, Junge! Ey, scheiße, hier sind viele. Fuck, und ich habe keine... Oh, Mann... Oh, shit. Warum habe ich keine andere Waffe? Shit. Ach,
Komm, wir schaffen das. Shit. Ey, der hat hier... Alter! Wie hast du denn so eine gute Waffe? Noch einer? Da oben vielleicht? Ach jo. Der letzte Überlebende. Der letzte Mohikaner. Der letzte Japaner. Schalten Sie den... Nein, möchte ich nicht. Ich möchte jetzt gerade nichts analysieren, weil ich weiß, dass das sowieso nicht funktioniert. Geh jetzt nirgends raus. Es gibt immer einen Weg, Sid. Und warum? Oh Mann, ich hab rechts gedrückt. Ich verstehe das nicht. Und warum habe ich überhaupt keine andere Waffe dabei? Kann sie die nicht mal aufnehmen? Lol. Ich habe nichts gesagt. Ich habe auch nicht lol gesagt. Das habt ihr jetzt nicht gehört. Das nehmen wir auch noch mit. Scheiße, wieder ein Medipack hier umsonst benutzt. Die nehme ich jetzt nicht mit. Ich bleibe dann lieber bei dem Sturmgewehr. Und ich weiß auch, was ich machen muss. Nämlich ziehen. Zieh, zieh, zieh. Doch nicht? Vielleicht hätte ich das doch analysieren sollen. Aber das ist doch richtig so. Man muss das doch runterziehen. Nein. Oh, ich finde das so doof hier. Irgendwie funktioniert das nicht so, oder? Muss ich da vielleicht erst irgendwas abschießen? Ach jo. Aber, okay. Sie hat noch nie gern fern gesehen. Oh, shit. Sie hat Ihnen einen Gefallen getan. Vielleicht lesen Sie erst mal ein Buch. Ach Mist, habe ich nicht gesehen. Ich habe auf die Typen geachtet. Mensch, jetzt macht mal hier nicht... Macht mal hier nicht so einen Aufstand. Ey, sie nimmt immer das Medipack. Ich drücke nach unten, Leute. Spiel, du regst mich auf. Sein, Lara. Sei vorsichtig. Ah, was für ein wundervoller Abend. Oh, oh. Du weißt, was das bedeutet. Und mir wird auch schon übel. Ach, das wird toll. Das wird super. Aber erstmal gucken wir uns hier die Umgebung an. Schöner Mond. Da sieht's wieder genauso aus wie da hinten irgendwo. Sehr idyllisch hier. Ich mag auch die Kletterpassagen viel lieber als die Ballerpassagen, weil ich das nämlich nicht raff. Warum? Ich drück nach unten. Jetzt muss ich nochmal eben gucken. Jetzt habe ich ja keins mehr. Ich drück nach unten und sie wechselt. Ja doch, jetzt. Warum springt das dann automatisch nach oben? Ist egal, ich verstehe das nicht. Ich werde das auch nie verstehen. So, was gibt's denn hier Schönes? Ja, sie kann ja von da nicht da hoch. Dreh dich mal um. Kann sie sich denn da festhalten? Wahrscheinlich auch eher nicht. Doch, kann sie. Ah, das wird ja jetzt geil hier. Die Frage ist nur... Ach so, ich dachte, das dreht sich jetzt. Das wäre cooler gewesen irgendwie. Ach, mal eine ganz normale Leiter. Das ist ja auch nett. So. Ach, das Ding dreht sich doch bestimmt, oder? Auch nicht? Na gut. Und hoch. Und nach hinten. Da dran, sehe ich das richtig? Da dran und dann... Ja? Nein, das kann nicht sein. Doch. Doch, das muss sein. Nee. Doch. War das jetzt so... Nee, nee. Ich habe keine Höhenangst, Alistair. Aber mir wird davon speiübel. Das habe ich hier in Bolivien auch gesagt. Ich versuche, nach oben zu schauen. Shit. Sie versucht, nach oben zu schauen. Schönes Bild eigentlich. So, dann machen wir das Ganze halt nochmal. Na komm. Wobei ich gerade...
wirklich sagen muss, ich habe dann keine Ahnung, wo wir da oben hin... Oh nein. Wo wir da oben hin müssen. Das war auch jetzt so dämlich, dass ich hier wieder runtergefallen bin, aber okay. So. Und so bloß nicht wieder runterfallen. Tja, die Frage ist... Sieh nicht nach unten. Ich habe keine Höhenangst, Alistair. Aber mir wird davon speiübel. Das habe ich hier in Bolivien auch gesagt. Ich versuche, nach oben zu schauen, aber ich muss mich konzentrieren, wenn ihr erlaubt. Also ich würde jetzt sagen, wir müssen da an die Stange springen, aber das... Wow, geschafft. Okay. Und, ach, okay, ich verstehe, ich verstehe. Ich verstehe. Oh Mann, wie mache ich das jetzt? Ich hoffe, das passt so. Ja. Geht doch. Und jetzt da drauf. Schade. Oh, das war jetzt wirklich schade. Aber so in etwa geht's. Schon. Also ich glaube, ich werde mal versuchen, jetzt nicht als Let's Play oder nicht im Let's Play, versuche ich doch tatsächlich mal diese ganzen Zeitlevel irgendwie zu meistern. Dann, es bringt ja auch so ein bisschen Übung, wenn man das jetzt sich mal macht. Und irgendwann kommt man da bestimmt ganz cool durch. Aber wie gesagt, nicht im Let's Play, dazu werde ich nämlich, ja... Ich habe keine Höhenangst, Alistair. Ja. Aber mir wird davon speiübel. Dabei... Das habe ich hier in Bolivien auch gesagt. Ich versuche, nach oben zu schauen, aber ich muss mich konzentrieren, wenn ihr erlaubt. Ja, dabei werde ich nämlich viel zu viel failen, das wollte ich eigentlich sagen. Also das hat ja... Nee, so, Lara. Das hat ja gerade hier ganz gut funktioniert. Hoch, hoch, hoch. So vielleicht... Nee, so vielleicht. Nein! Oh! Gerade so. Das war gerade so. Kann jetzt bitte ein Kontrollpunkt kommen? Dankeschön. Wow. Hammer, was die hier alles so meistert und da einfach mal ganz easy hochspringt. Boah. Hui. Oh, das war jetzt aber ein böser Schrei. Aber man darf ja auch sowas nicht sagen. Beeil dich, es hält nicht mehr lange. Ist doch klar, dass man dann fällt. Beeil dich, Lara, es hält nicht mehr lange. Weiter, 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 weiter. Weiter. Wir knicken gleich ab. Weiter. Schneller. Schneller. Wow. Ey, hallo? Ey, wer trifft mich denn hier so? Der hier? Wir machen diese ganze... Ist da noch einer? Da oben, warum machen die nichts? Wir machen diese ganze schöne Feng Shui-Einrichtung hier kaputt. Sonst noch einer, ein Medipack, da unten liegt eins. Das ist doch super.